Oh, oh, das war ein heftiger Ruckler gerade. Okay, dann gehen wir mal zu der lieben Shani nach Hause. Jetzt weiß ich nicht, ob die jetzt schon da ist oder ob man uns nachts warten muss. Aber wir gehen einfach mal gucken, ob die da ist. Dann würde sie ja in der Nähe von Kalkstein wohnen. Löffel. Lol. Es ist ja schon wieder am Regnen. Tag ein, Tag aus, Regen. Nicht gut. Graue Wolken, Regen. Ah, Pain. Shani. Wo bist du? Platz mit deiner Schlange, wo? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Am besten du sagst gar nichts, wenn du sonst schon so guckst. Ein Halbelfchen. Was gibt's hier zu gaffen, ey? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Oh nein. Wo geht ihr denn hin? Hat euch keiner Manieren beigebracht? Ich bin gekommen, um Shani zu besuchen. Sitzt in ihrem Zimmer, empfängt Gäste und bezahlt so gut wie keine Miete. Aha. Das arme Kätzchen. Ihre Mutter kann sich nicht einmal... Seid still und lasst mich vorbei. Hinaus! Einfach so in mein Haus zu stapfen. Aber... So eine alte Gurke, ey. Jemand eine Idee? Ich hätte eine. Wir brauchen eine Feuerstelle. Wir brauchen eine Feuerstelle. Lol. Wo war denn hier nochmal eine Feuerstelle zum Meditieren? Macht hin, ich muss meditieren. Schlagtechnik wie ein erfahrener Kerl. Ich glaube, hier hinten war ein Grillplatz oder so. Die Carmen vom Bordell, die kennen wir auch schon. Vielleicht später sind sie. Hier ist eine Feuerstelle. Ein echter Wolkenbruch. Neue Talente erworben, ja? Gesundheit. Wegstoßen, parieren. Können wir noch nicht machen. Ausdauer.
Intelligenz. Wir haben keine Talente mehr. Meditieren wir mal, dass wir die Punkte auch bekommen. Jetzt wieder zurück zu Shanis Haus. Und hoffen, dass wir da durchgelassen werden. Diese alten Tante da bei Shani, diese Hausdame da, Hauswirtin, ey, jetzt würde ich am liebsten Hals umdrehen. Ohne Mist. Ein Priester. Was macht denn der hier? Shani, Shani, du wollt nach Yokohami. Boah, Witcher, der Witcher rückt in letzter Zeit echt heftig bei mir. Ich glaube, ich mach gleich mal einen Speicher. Wenn ich das eine halbe Stunde, Stunde gezockt habe, dann fing das an zu ruckeln, ne? Ich weiß nicht warum. Oh, ist nicht schlimm, dann mache ich gleich mal einen Break. Ich glaube, so eine Stunde oder so sind wir jetzt am Aufnehmen. Dann können wir ruhig mal einen Break machen und mal sehen, ob ich nachher noch ein bisschen Fallout oder dann Wissen noch ein bisschen weiter mache. Mal gucken. Es ist ja Samstag. Können wir noch ein bisschen aufnehmen. Hier links war der Eingang. Hallo. Ich will durch. Was will er denn? Sagt etwas. Wohnt Shani hier? Ja. Hat euch das Krankenhaus geschickt. Krank seht ihr jedenfalls aus. Die Götter strafen euch. Ja, ich komme vom Krankenhaus. Nein, ihr könnt nach oben gehen. Nicht. Aber drängt euch dem Mädchen nur ja nicht auf. Johnny. Hey Mäuschen. Ja? Ich habe ein Problem. Ja? Ich brauche eure Hilfe bei einer Autopsie. Seit wann beschäftigt ihr euch denn mit so etwas? Seit ich gegen die Salamandra ermittle. Na gut, aber ich bin keine Pathologin. Ihr müsst aus unseren Funden selbst schlau werden. Wir treffen uns am Abend. Sammelt bis dahin so viele Hinweise wie möglich. Ich werde mich umsehen. Ihr müsst den Leichnam vom Totengräber holen. Wir treffen uns am Abend im Krankenhaus. Wie komme ich an Informationen, die bei der Autopsie nützlich sein könnten? Fragt Vincent Mais. Aber sucht auch nach Büchern über Anatomie und Pathologie. Lebt wohl. Wissen wir Bescheid. Ich habe keine Ahnung, wie ich das anstellen soll. Groß Mütterchen. Haha. Mal die Quest mal angucken. Wie sie mal vertraulich. Questverfolgung nicht beenden. Wir gehen jetzt dahin. So, keine Ahnung, wie ich da hinkomme. Da unten im Stadtland waren wir glaube ich noch nicht. Oder doch langes her. Und geht mir denn da am blödsten ganz außen rum. Das bedeutet links am Krankenhaus vorbei, nach hinten ins Eck rein, richtig?
Wir rendern dann links.